Schauen Sie mich an. Mein Gesicht. Können Sie in ihm nicht eine außergewöhnliche Ähnlichkeit erkennen? Es überrascht mich nicht. Ich sehe allen Leuten ähnlich. Geben Sie es zu. In diesem Moment sind Sie es, dem ich ähnlich sehe. Sie befinden sich vor einem Spiegel. Gefällt es dir hier? Die Musik ist sehr schön. Und die Gesellschaft ist ebenfalls nett. Dein Freund ist ziemlich sonderbar. Ist er wirklich ein Lord? Lord Patschok ist sein Name. Der einzige, auf den er reagiert. Aber weder er noch sonst jemand ist sich absolut sicher, dass dies sein richtiger Name ist. Und sie? Ist sie seine Zwillingsschwester? Brielle. Sie spricht mit niemandem. Niemand spricht über sie. Dann erzähl mir doch etwas über ihn. Wo soll ich da anfangen? Nehmen wir mal seine Kleidung. Er versucht, dass sie immer ähnlich, aber nie genau gleich ist. Denn er achtet sehr auf sein Äußeres, als ob er befürchte, dass ein anderer Kleidungsstil ihn verändern würde. Du verbringst all deine Zeit vor einem Spiegel, während du von allem, was dich umgibt, entfremdet bist. Aber alles befindet sich auch hier. Kannst du das nicht sehen? Du ignorierst die anderen. Du versinkst immer mehr in dir selbst. Mein Selbst. Der hier? Aber ist er nicht auch ein anderer, da ich über ihn sprechen kann? Verstricke mich nicht in unsinnige Theorien. Ich rede über dich und dein Leben. Aber Simon,
Wie oft soll ich dir noch sagen, dass die Verwendung der Possessivpronomen für mich verboten ist? Ich werde nie verstehen, warum du dich auf diese Weise quälst. Du könntest glücklich sein. Dir fehlt es doch an nichts, oder? Ob mir was fehlt? Zwei Beine sind nicht genug, um mein Gleichgewicht zu halten. Was fesselt dich denn so? Schau, das bist du. Das bist du. Nein, sag, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Ja, mein Kleiner, das bist du. Wenn ich an meiner Existenz zweifle, bestreite ich nicht die Existenz selbst, sondern nur die Tatsache, dass sie mir gehört. Er scheint einsam zu sein. Hat er irgendwelche Beziehungen zu Frauen? Er verbrachte ganze 6 Monate mit einer Person, an der er gar nicht interessiert war. Das hat ihn dennoch nicht davon abgebracht, nur Augen für sie zu haben. Er erklärte es mir so: Je größer meine Gleichgültigkeit ist, desto impulsiver ist mein Interesse. Jedes Mal, wenn sie Liebe machten, hat er seinen eigenen Namen gerufen, als würde er einen Gegner bekämpfen, eine andere Art, sich zu ergießen. Sie müssen etwas wissen. Vor 3 Wochen war ich in Saint-Tropez und wollte noch einen schönen Nachtspaziergang machen. Und da hatte ich... Wunderbare Geschichte. Gnädige Frau, wo wollen Sie ihn aufgestellt haben? Ich will ihn nicht hier. Ich will ihn nicht hier. Tun Sie ihn weg. Tun Sie ihn weg. Werfen Sie ihn weg.
Ich bin ein Mensch, der versucht, nicht zu sterben. Das Auge, welches das Auge anschaut, welches das Auge anschaut, welches das Auge anschaut. Die Kehrseite ist der richtigen Seite ebenbürtig. Schlau!